Ich glaube, das ist irgendwo auch ein Klassiker, wenn man so ein bisschen auf der letzten Rille fährt, wenn man weiß, es geht nur gemeinsam, darf sich keiner rausnehmen. Ich glaube, dann entstehen so besondere Leistungen wie heute. Wir wussten, dass die meisten von uns hier durch müssen. Es waren ein paar Angeschlagene dabei, wir haben viele Gesperrte, viele Verletzte, aber wir wussten auch, dass es keine Ausrede sein kann. Haben uns darauf besinnt, relativ einfach Fußball zu spielen. Jeder hat einen Meter mehr gemacht als normal und dann gewinnt man halt auch Spiele. Ja, also klar, wir haben öfter schon darüber geredet, dass man in besonderen Momenten Mentalität braucht. Und jetzt gerade, dass die Jungs sich dann alle so reinwerfen und sich so allem unterstellen, sich in alles reinschmeißen, egal ob es ein Offensiv- und Defensivspieler ist. Jeder schaltet um, jeder hat denselben Plan. Ja, es ist einfach geil heute gewesen, auf dem Platz zu stehen mit der Mannschaft. Ja, für mich war heute klar ein ganz besonderer Tag, dass ich mit meinem Sohn einlaufen kann, dann noch Kapitän bin, weil Wutzi gesperrt ist. Ja, war für mich ganz besonders und dass wir dann auch noch gewinnen als Ex-Lauterer gegen Mannheim, muss ich auch nicht erzählen, kommt auch noch dazu. Also ja, heute rundum zu Null spielen, Standardtore machen, kaum was zugelassen. Ja, ich bin heute einfach nur sehr happy. Ist natürlich keine Entschädigung für die letzten Wochen, weil da haben wir zu wenig Punkte geholt. Aber das, was wir jetzt erlebt haben, das muss einfach ja, sich bei uns tief verankern und darauf müssen wir aufbauen.